So, also irgendwas soll hier sein, sagen sie. Wir gehen jetzt mal hier fix hoch. Hier fix hoch. Das schmale Brett auf dem Mann steht, ist oft der richtige Weg. Das schmale auf dem Mann, ja. Das schmale Brett, auf dem man steht, ist oft der richtige Weg. Was? Was? Das schmale Brett, auf dem man steht, ist oft der richtige Weg. Könnte hier irgendwo eine Tür sein? Nee. Oben? Nö. Ihr wisst doch, wie schlecht ich in sowas bin. Das schmale Brett, auf dem man steht, ist oft der richtige Weg. Da drüben könnte was sein. Hier. Da ist so ein Bereich. Dir sicher mit dem Gleiter? Wie öffne ich denn den Gleiter? Leertaste, ne? Fuck. Habe ich einen Gleiter? Ja, habe ich. Oh, Leute. Mit Gleiter. Walla. Ja, und jetzt? Soll ich da runter, oder wie? Ah, von da komme ich dann hier dran, oder? Oh, fuck. Oh, fuck. Sind wir ehrlich, ich gehe drauf. Wahrscheinlich habe ich wieder ein Loch übersehen oder so. Erstmal was trinken. Fügt kontinuierlichen Schaden zu, der zum Tod führt. Ach was. Alles klar, ich habe da oben ein Brett entdeckt. Alter, ist das wieder. Das ist echt knackig. Ich finde es vor allen Dingen immer so bezaubernd, wie ihr denkt, dass ich sowas hinbekomme. Ihr müsstet mich doch mittlerweile echt gut kennen, um zu wissen, dass ich das nie hinbekommen kann. Scheiße, bin ich schlecht. Ich muss also auf die obere Plattform. Scheiße. Oh Gott, ist das schlecht. Kann ich hier irgendwo einen. Habe ich noch einen Schlafsack? Ja, ich habe einen. Ich lege hier mal zur Sicherheit einen Schlafsack, weil sonst. Ich kenne mich. Hier. Sofern ich da einen legen kann. Haha, Kalle. Haha. Du kannst hier keinen legen. Haha.
Ach nee. Muss doch da hoch, oder? Das kann sich jetzt um Stunden handeln, bis ich das hinkriege. Oh, diesmal hat's geklappt. Boah. Boah, ernsthaft, wie soll ich denn da drauf landen? Ich weiß, radioaktiv. Ich bin ja schon weg. Muss ich da oben auf dem Brett landen? So, jetzt würde ich gern zwischenspeichern. Speichern bitte. Ich war doch eben drauf gestanden. Jupp, sagt er. Jupp. Liebe Spielentwickler, man hätte dieses Brett aber auch ein bisschen größer machen können. Huh. Huh. Oh fuck. Oh fuck, und wie kommt. Da. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Digga, oh. Okay, jetzt verstehe ich, warum es nicht. Das lesen wir uns gleich durch. Wir sammeln jetzt erstmal die Artefakte ein. Verbrannter Stachelskin, Artefakt des Torwächters. Das muss ich mir jetzt alles in aller Ruhe angucken. Hui. Ausgang. Echt, sind wir hier schon durch? Lass mal kurz in das Buch reingucken. Und wir haben hier ein Mega Massarus-Ei. Krasser Scheiß. So. Meine Magie hat euch als würdig erachtet und euch die Tür geöffnet. Ja, das glaube ich weniger. Und ihr wart mutig geschickt genug, es bis hierher zu schaffen. Durch einen flüchtigen Blick in die weiter entfernte Zukunft konnte ich euren Namen hören. Johnny. Und eine Zahl, die ihr braucht, aber nirgendwo finden könnt. 0666. Chat bitte merken. Ich habe eine Aufgabe für euch, Johnny. Dieses Land, sowie jedes Land, wird beherrscht von Ungeheuern und ihre Bewohner bedroht. Besiegt den Gamma Manticore. Ihr erreicht ihn und seine Brut, indem ihr an einem Obelisken die Artefakte benutzt. Och nee, Alter. Ein Bosskampf. Och shit. Das Ei, welches ihr gefunden habt, ist das Kind eines meiner besten Freunde. Brütet es aus und sie oder er werden euch von großem Nutzen sein. Nehmt euch insgesamt 20 eurer stärksten Begleiter mit. Solltet ihr versagen, kehrt hierher zurück, um weitere Artefakte zu holen, oder sucht sie in dieser Welt selber. Nehmt die Gaben, die ich auf vielen Welten gesammelt habe, und mögen Nutzen sein. Gezeichnet Dodo der Drache. Alter, okay. Bosskampf. Bosskampf. Und die habe ich gesucht. Die wollte ich. Kann ich einfach das ganze Ding mitnehmen? Achso, nee, brauche ich ja auch Strom für, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nehmen wir mal mit. Und hier sind Gaben.
Oh, so viel. Was ist das? Motor für Seilrutsche. Bergbaulaser. Wie geil ist das denn? Megatherium-Sattel nehmen wir mit. Terrorbird haben wir keinen. Wir nehmen jetzt erstmal die mit für die Tiere, wo wir noch keinen Sattel haben. Ich glaube, das Megatherium ist ziemlich der einzige, ne? Ich würde ja am liebsten wieder alles mitnehmen, aber... Jener Don-Kühltasche. Die kriegt Mason zu Hause. Rex-Sattel haben wir. Aber die sind halt alle überragend. Komme ich hier jederzeit wieder zurück oder muss ich das jetzt alles mitnehmen? Wow. Ausgang. Öffnen. Ah, hier ist eine Seilrutsche. Schatzkammer der Pyramide. Private Player Only. Ich will in die Schatzkammer der Pyramide. Ah, wahrscheinlich, wenn ich ein Ding baue, ne? Wenn ich hier einen... Ah, wartet mal, dann nehme ich aber jetzt vorsichtshalber mal die Elektronik mit, weil die hat mir gefehlt, um einen... Um einen Teleporter zu bauen. Die Elektronik und Polymer. Liegt hier Polymer drin? Wahrscheinlich nicht. Müssen wir ein paar Mantisse killen. Aber das nehmen wir natürlich alles mit. Und hier war nichts mehr drin, nur das Buch. Alles klar. So, 0666 war der Code. War das Ding hier vorhin auch schon da gestanden? The number of the beast. Da mussten wir, glaube ich, aber in die... Ne, Moment, wo waren jetzt wieder? Doch, wir waren in die Richtung. Hier waren wir. Richtig. So. 0666. Oh. Ist das eine Falle? Komm, oh, die kommen hier gejagt. Wie gerufen kommt mir das? Oh, wartet mal. Wir müssen was essen. Und was trinken. So komische Geräusche jedes Mal. Hier flattert wieder was. Oh, ein Teleporter. Oder ein Ring. Hoppla. Und wieder eine Kiste. Ich mag Kisten. Lehm. Okay, brauche ich nicht. Alles klar, dann lassen wir uns mal weg teleportieren. Alarm! Warum? Ach so, das ist das Alarmsystem, was der vorhin geschrieben hatte, ne?
Was mit ihm denn? Alkoholforscher. Orlando, grüß dich. Morgen ist das große Spiel, sagt er. Ich brauche schon wieder eine PIN. Boah, die Sirenen sind aber so gar nicht nervig. Und da oben ist schon wieder so ein Ding. Warum schießen die denn auf mich? Achso. In Reute, 2:30. Es ist leider... Hört doch mal auf mich zu schießen, ich mache euch doch nichts. Danke, ihr Kasper. Kann ich hier was ausbrüten? Oder ist es nur Deko? Und vor allen Dingen, wie stelle ich denn die Dinger ab, dass die auf mich schießen? Ich werde ja verrückt. Morgen 2:30 denken wir alle an Rolando. Hier brauche ich einen Pin. Vielleicht liegt der in der Kiste. Ah, hier geht's weiter. Ja, moin. Ist das hier der Chefsessel? All or nothing. Aha. Was sind wir denn hier in den Privatgemächern? Oh, oh, da ist ein Teddy auf dem Bett. Und ich kann durch das Bett laufen, das ist creepy. Warum ist hier Wasser? Aber schön dekoriert. Das muss man sagen. Nee, ich wollte eigentlich hier... Hier, so. So. Da komme ich nicht durch. Komme ich echt wieder nur so zurück? Aber ein Buch haben wir auch nirgends gefunden, oder? Das finde ich geil. Motze, Rotze voll. In dem Spiel wird, glaube ich, jeder verewigt. Sau gut. Sau gut. Hier komme ich nicht rein. Nur der eine Weg hier. Hör auf mich zu schießen! Was ist denn jetzt? Oh Gott! Blind und taub! Warum bin ich denn jetzt blind und taub? Ich muss doch garantiert... Der alte Profi, ja. Ich muss doch garantiert hier irgendwo noch was finden, wo ich den Kram... Moment. Wenn nur hier zugänglich ist, ne? So viel haben wir gelernt mittlerweile. Dann muss hier auch irgendwas sein. Oh, oh. Ach, guck. Dann muss hier ja auch irgendwo was sein, wo uns einen Hinweis gibt. Anders kann ich mir das ja nicht vorstellen. Hier gibt es aber schöne Sachen. Oh Gott, wenn ich das jetzt alles sehe, weiß ich, was wir noch alles bauen müssen. Holz. Ich und mein Holz. Hier wird Alkohol gezüchtet. Was auch immer das ist, keine Ahnung. So, hier war nix. Da kann ich nicht ran. Da muss ich auch einen PIN eingeben. So, wo war... Holztisch. Ach, guck. Das legen wir mal auf die 7, dass ich es jetzt auch gleich finde. Offizielle Kommandocodes für Standardstützpunkt der Forschergilde. Angepasst an die Pyramidenbasis auf Scorched Earth. Liebes Forschermitglied, bitte halten Sie die Codes unter Verschluss.
Sabbern Sie auch nicht auf das Buch und benutzen Sie es nicht als Toilettenpapier. Toaster nicht vorhanden, Kaffeemaschine nicht vorhanden, Toilettenspülung 000, Innenbeleuchtung 1000, Außenbeleuchtung nicht vorhanden, Gesellschaft anfordern, nur mit Guthaben möglich. Code zum Wohnbereich immer offen, Code zur Sauna nicht vorhanden, geht vor die Tür, Code zum Kino nicht vorhanden, Kühlschrank, Code zum Lager, Code zur Werkstatt, Code zum Garten, Code zur Geheimen, ja super. Pay-TV nicht vorhanden. Code Keuschheitsgürtel von Evelyn 0190. Alter. Sau gut. Alarm an, aus, geheim, ja. Reboot der Basis bei Fehlfunktion. Kann einen Augenblick dauern, bis alles rebootet ist. 7673. Das probieren wir jetzt aus. 7673. 7673. Die haben sich abgeschalten. Ja, super. Was haben wir denn noch für Codes? Ja, das war's ja anscheinend, ne? Gut, so Grill und den ganzen Geschichten. Dann frage ich mich jetzt. Ah, da kommen wir jetzt auch rein. Was ist denn das? Blitzweifern-Ei. Leute. Leute, ne Weifern. Ne Weifern. Kann ich die hier auch ausbrüten? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist ein Lift? Das ist ein Lift. Ach, in dem... Hier, ach, hier ist ein Lift. Ich will weg, ich will weg. Komme ich hier wieder weg? Ah! Oh! Danke! Huh! Das war aber eben, ja. So, wie ging's denn da noch fix hin? Ah ja, in die Werkstatt. Ah, in Hochofen, alles klar. Der Waffenschrank. Das Problem ist, ich habe jetzt zwei Eier, ne, und die verfallen ja. Das heißt, ich müsste die mal kühl lagern irgendwo. Gibt's hier irgendwo einen Kühlschrank? Oder nutzen wir dann mal das Stargate, um zu gucken, wo wir hinkommen. Das könnten wir ja mit Sicherheit auch mal tun. Was ist denn das hier wieder? Manifest? Oh Gott. Ach, hier kann man Dinos verkaufen, ne? Ja. Cool. So, pass auf, wir gehen jetzt erstmal in die Küche und lagern da unsere Eier. Also, ihr wisst, was ich meine. Das klingt falsch, aber... Da waren wir auch schon drin.